Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zum zweiten Vlogmas-Video. Tatsächlich ist mir etwas aufgefallen, als ich es geschnitten habe. Und zwar hatte ich mir in Dresden ja Bücher gekauft, in diesem Thalia. Und ich hatte ja gesagt, ich mache einen kleinen Haul. Plot-Twist habe ich nicht mehr gemacht. Das ist mir jetzt beim Schneiden aufgefallen. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich die Bücher ganz schnell. Es sind alles Mangas. Ja, das erste ist jetzt so ein bisschen ein Spoiler für ein Video, was diesen Monat noch online kommt. Ich habe noch einen ziemlich großen Haul abgedreht. Aber auf jeden Fall habe ich mir einmal, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Mad K, MADK, keine Ahnung, Teil 2 gekauft. Bin ich sehr gespannt. Teil 1 ist eben in diesem Haul mit drin. Ja, und ich habe es noch nicht gelesen. Ich wollte mir aber dann direkt Band 2 kaufen. Dann musste auch noch mit Mord im Dekagon. Habe ich so vorher noch nirgendwo gesehen. Fand ich sehr interessant. Das ist wohl eher in Richtung Thriller Mystery. Die sind irgendwie auf einer von der Außenwelt abgeschnittenen Insel und dort ist ein unaufgeklärter Vierfachmord passiert in einem zehneckigen Gebäude. Dann habe ich mir einen Manga noch gekauft, den ich in Berlin schon kaufen wollte, Anfang November, aber dann bin ich doch vorbeigegangen, aber ich hatte mir ein Bild von gemacht und dann habe ich den da jetzt eben liegen sehen und war so, jetzt musst du halt mitkommen, jetzt ist es soweit. Nämlich die Blutprinzessin. Hier geht es irgendwie darum, auch, es geht irgendwie um, ich denke, Oberschüler oder so. Und die hören davon, dass dort ein bildhübsches Mädchen am Stadtrand wohnen soll, in einem mysteriösen Haus. Und sie sind natürlich sehr interessiert an jungen Frauen und gehen dann zu diesem Anwesen. Allerdings wartet dann dort kein erotisches Abenteuer auf sie, sondern ein blutiger Albtraum. Also das hört sich ziemlich cool an. Ich bin sehr gespannt. Aber auch hier steht Band 1. Ich habe irgendwie, glaube ich, nur reinen Anfänger gekauft. Wieso? Dann habe ich auch gekauft, da hatte ich auch schon mal mit geliebäugelt, irgendwann anders, ich weiß noch nicht mehr wann, nämlich Teach Me How to Kill You. Und zwar geht es hier auch um eine Schülerin, die ist im Nachhilfeunterricht, allerdings nicht normal in einem, was weiß ich jetzt, Mathe-Nachhilfe oder Deutsch-Nachhilfe, was auch immer, irgendwelche Schulfächer. Nein, sie ist bei einem Serienkiller in Lehre, kann man fast sagen, der ihr Nachhilfe gibt im Morden. Und dann, das fand ich mal, ist irgendwie was anderes. Das habe ich ja einfach so spontan dann gegriffen quasi. Nämlich Smoking Behind the Supermarket. Das habe ich jetzt tatsächlich die letzten Tage auch schon ein paar Mal online gesehen. Und hier geht es irgendwie um einen überarbeiteten Angestellten, der immer am Ende des Tages einen Lichtblick hat, nämlich eine Frau Yamada. Das ist immer die gut gelaunte Angestellte seines Lieblingssupermarkts. Und die treffen sich irgendwie immer danach. Und als er dann aber ankommt, an dem eigentlichen Treffpunkt, er hatte nämlich eine ziemlich lange Firmenbesprechung, die länger dauert als sonst, da ist Frau Yamada schon in den Feierabend verschwunden und er kann sie so gar nicht mehr treffen im Laden. Und dann ist er ziemlich enttäuscht und zückt seine Zigarettenschachtel. Und dann bemerkt er eine junge Frau mit Piercings, die hinter dem Laden raucht. Und da steht nur der Rest ist Geschichte. Also, ich denke, die zwei lernen sich dann irgendwie kennen. Und keine Ahnung, es hört sich total, ja, normal an. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Das war meine Dresden-Thalia-Ausbeute. Ich bin, ja, sehr gespannt auf all diese Mangas. Genau, und jetzt machen wir gerade noch die Türchen des Tages auf. Aber wie gesagt, ich habe keine Zeit mehr für irgendwas. Es ist mal wieder ein Trauerspiel. Wir fangen wieder an mit dem Glückskeks. Oh Gott. Okay, das war ein knuspriger. Hier drin steht, Weihnachtszeit ist die beste Zeit. In Klammern, nicht für dich, aber bestimmt für irgendwen. Ja, cool, okay. Dann der Make-up Revolution. Es ist wieder sehr leicht. Es hört sich nicht mal so an, als wäre da irgendwas drin. Was haben wir hier? Okay, wir haben hier eine Trennwand und es sieht mir ziemlich stark nach einem Lip Liner aus. Vibing Pink Nude. Ein Lip Liner. Oh, meine Güte. Was stimmt denn bei dir nicht? Oh. Ja. Kann man machen. Passt sehr gut. Ich habe hier 1000 Stück von diesen, gefühlt 1000 Stück von diesen Vinyl Ink Lippenstiften stehen. Da brauche ich immer mal so Lip Liner in allen möglichen Nude Farben. Das ist auf jeden Fall sehr passend. Und dann haben wir noch den Vanasche die Welt. Was war das jetzt hier? Adventskalender. Es hört sich chipsmäßig an, mal wieder. Öffnen wir es doch einfach.
Nee, doch nicht. Es sind Biskuits, nämlich Ginger Nuts. Habe ich auch noch nie gesehen. Wo kommst du her? Aus Südafrika. Komplett verrückt. Ups. Genau. So, komplett verrückt. Guten Morgen, die. Ich weiß auch nicht. Ich bin super im Stress. Ich bin so spät dran. Es hat sich arbeitstechnisch auch noch spontan fast, kann man sagen, was geändert. Deswegen jetzt doppelt Stress. Ja, heute ist der 9. Dezember. Es geht so schnell rum. Ich komme nicht mehr mit. Vor allem, ich habe gefühlt noch nichts gemacht diesen Monat. Und irgendwie ist jetzt schon so das erste Drittel, kann man fast sagen, rum. Ich weiß auch nicht. Aber ja, ich werde jetzt nur schnell meine mal wieder Adventskalendertürchen öffnen. Ich habe wieder die ganze letzte Nacht und den ganzen Morgen mit Video schneiden und Hochladen Zeugs verbracht und habe dann aber auch ein paar Bestellungen aufgeben können. Richtig, richtig cool. Ich bin so gespannt, wann es ankommt, ob es überhaupt pünktlich ankommt. Ich hoffe einfach nur. Ich habe teilweise noch ein paar Weihnachtsgeschenke bestellt. Ja, da hatte ich jetzt endlich so alle Infos zu, die ich benötigt hatte. Dann ist gestern Nacht noch was ganz super Tolles passiert und zwar wollte ich unbedingt bei dem Zentron-Konzert jetzt in Dresden. Da gab es ein T-Shirt, was ich unbedingt haben wollte, aber ich dachte, ich hätte nicht genug Bargeld bei, weil ich habe so kurz in meine Tasche geguckt. Ich hatte vorher gar nicht geschaltet, wie viel ich überhaupt eingepackt habe. Ich habe einfach nur alles gepackt und in meine Tasche da. Und ich habe so in meine Tasche so von außen reingeguckt, weil die ist so durchsichtig und ich habe halt zwei Scheine nur gesehen, ein Zehner und ein Fünfer. Ja, hätte halt nicht gereicht für das T-Shirt. Und ich war todtraurig, dass ich das nicht mehr bekommen habe, weil ich dachte, ich hätte nicht genug Geld mit dabei. Ja, komme ich dann ins Hotelzimmer zurück, räume die Tasche aus und sehe, es waren einfach zwei Zehner, die aneinander geklebt haben. Heißt, ich hätte genau 25 € mit gehabt. Heißt, ich hätte das T-Shirt einfach kaufen können. Aber gut, ich hatte genug Ausraster schon deswegen. Ja, und jetzt habe ich halt wirklich sehnsüchtig darauf gewartet, dass das T-Shirt irgendwie in den Shop kommt, dass ich es online bestellen kann, weil ich es halt unbedingt haben wollte. Und gestern Nacht war es dann endlich soweit. Ich habe wirklich vorher, das ist komplett krank, ich habe wirklich vorher jeden Tag, mehrmals am Tag wirklich durchgeguckt, ob es jetzt endlich im Shop ist oder nicht. Ja, und gestern Nacht habe ich dann nochmal geguckt, kurz bevor ich wirklich ins Bett gefallen bin. Ich war schon halb tot irgendwie so. Und da war es tatsächlich da. Ich bin völlig ausgerastet und habe dann erstmal eine Großbestellung aufgegeben. Und da freue ich mich jetzt schon super drauf, wenn das dann alles ankommt. Also, es kommen noch einige Pakete an. Ich hoffe, die kommen noch während der Zeit, in der ich vlogge, weil dann können wir sie gemeinsam auspacken. Ich bin super gespannt. Ja, freue mich mega. Aber jetzt genug geredet. Oh mein Gott. Ich muss mich super beeilen. Und ja, ich mache jetzt mal die Adventskalender auf. Ich fange einfach mit der heutigen Botschaft an. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was wir hier haben. Ja. Also, Denken ist reine Glückssache. Pech gehabt. Ja, cool, okay. Ich mag die Botschaften immer. Das ist irgendwie total, ja, so ein witziger Start in das eigentliche Unboxing. Ich weiß auch nicht. Was machen wir als nächstes? Achso, ja. Als nächstes mache ich den Make-up Revolution mit der Nummer 9 auf. Das fühlt sich, ist schon wieder länglich. Also hier haben wir wirklich ein Thema. was ist es? Ich denke, es könnte ein Lippenprodukt sein von der Form her. Und es ist auch ziemlich schwer. Oh ja, das sieht mir ganz arg nach einem Liquid Lipstick in Mauve Berry. Ein matter Liquid Lipstick. Und dann haben wir noch den Panache Die Welt Adventskalender. Es fühlt sich klein an, aber irgendwie auch ziemlich fest. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wo sind mehrere Sachen? Zwei Sachen? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also auf jeden Fall Geschmacksrichtung Schokolade, Vanille und Erdbeere, aber was ist es? Aus Mexiko tatsächlich. Nukita, ich spreche wahrscheinlich alles falsch aus. Einer köstlichen und cremigen Nascherei. Guten Morgen.
Heute ist der 10. Dezember. Ich habe meine Sachen schon parat stehen. Heute ist Sonntag, by the way. Das hatte ich schon. Frohes Fest für jeden, nur nicht für dich. Okay. Nicht dramatisch. Hauptsache, ich habe meinen Keks, den ich essen kann. Make-up Revolution, heute mal ein anders geformtes Paket. Nicht länglich. Bitte sei ein Blush. Sei ein Highlight oder ein Blush? Oder sei ein einzelner Lidschatten. Nee, das ist ein Highlighter. Der ist mir zu dunkel, den werde ich als Lidschatten benutzen müssen. Dare to divulge. Es ist ein wunderhübsches. Ja, hier sieht es relativ hell aus, aber es ist sehr dunkel. Also für mich ist es zu dunkel. Ein Bronzer fast, würde ich sagen. Fancy. Und dann die Nummer 10 des Fenashi, die Welt Adventskalenders. Es ist heute wieder sehr chipsig, glaube ich. Amica Chips aus Italien. Fancy. Pepper and Lime. Pfeffer und Limette. Zitronenpfeffer. Verrückt. Gibt's noch? Completely crazy. Am Überlegen, ob ich nicht heute, also ich habe mir die letzten Tage oder gestern, vorgestern, ich weiß schon gar nicht mehr, habe ich ja schon super viel bestellt. Ich bin aber gerade echt am Überlegen, ob ich nicht auch noch mehr bestelle heute, weil ich habe eben mal wieder so ein bisschen durchgestöbert online, einfach so ein bisschen bei Bücherbüchse und Chester Fandoms und diese ganzen spaßigen Seiten, weil ich einfach nicht mehr up to date war, was jetzt alles zum Vorbestellen neu gekommen ist und Co., weil ich es irgendwie letzte Woche durch die Arbeit und Co. nichts mitgekriegt habe. Ja, dann habe ich mal da so ein bisschen geguckt und dann habe ich doch einige Sachen gefunden, die ich gerne vorbestellen würde. Habe jetzt aber noch nichts bestellt, aber da werde ich gleich definitiv nochmal reinschauen. Und dann habe ich auch echt überlegt, ob ich doch noch dieses eine Weihnachtsbuch bestellen soll, wo ich ja so ein bisschen unschlüssig war, weil eigentlich wollte ich ja ganz viele Weihnachtsbücher bestellen für den Dezember. Habe ich ja dann doch nicht gemacht, weil der Black Friday ja so reingehauen hat, geldtechnisch. Jetzt ist aber Weihnachtsgeld auch da. Und jetzt könnte ich das ja wieder anders anlegen. Und deswegen, ja, bin ich da echt am Überlegen, ob ich das nicht bestellen soll. Und wegen Serpent and the Wings of Night hatte ich eben kurz einen kleinen Ausraster, weil die Mutti meinte, auf einmal ist er auf Amazon verfügbar. Und ich so, what? Ja, es ist als Hardcover, kann man es kaufen. Ich möchte aber unbedingt eigentlich viel, viel lieber die Taschenbuchausgabe, aber die ist jetzt irgendwie erst ab nächstes Jahr Mai auf Englisch wieder verfügbar. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, und im Februar kommt, glaube ich, das Deutsche raus, aber ich hätte halt gerne irgendwie das Englische. Es ist alles so schwierig. Es ist alles so schwierig. Schönen guten Morgen. Heute ist der 11. Dezember. Es ist Montag. Ich bin so unglaublich spät dran. Ich kann es gar nicht wirklich in Worte fassen. Ja, aber diesen Satz habe ich vermutlich schon häufiger gesagt in meinen Vlogs. Und jetzt wisst ihr auch, was meine absolute Spezialität ist. Ich bin immer zu spät zu allem. Ja, aber ich dachte, ich mache trotzdem noch mal meine Türchen erstmal auf. So, bei dem Anti-Pech-Keks bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob da heute wieder eine Botschaft. Oh, jetzt ist der Keks komplett kaputt gegangen, laufen.
Oh, sehr gut. Selbst der Grinch hat ein schöneres Lächeln als du. Oh, geil. Ja, für diese Botschaften bin ich voll und ganz da. Heute haben wir ein eckiges bei Mega Revolution. Ich bin aufgeregt, was es ist. Es ist. Das könnte alles sein. Ist das ein Lippen? Ich weiß nicht. Könnte ein Lippenprodukt sein, muss es aber nicht. Es ist kein. Es ist ein Liquid Blush. Und dann noch der Vanasche die Welt Adventskalender. Es fühlt sich groß an, auf jeden Fall. Aber so von der Konsistenz her sind wieder mehrere Sachen. Was ist denn da los? Also, das ist so krass. Da ist. Also, dieser Kalender macht mich so ein bisschen fertig. Wir haben hier einmal. Oh mein Gott. Und irgendwie sowas. Das sind zwei Riegel. Tigerton, wie auch immer, Tigerton. Ich habe keine Ahnung. Und eben Pantera Rosa. Und es kommt aus Portugal. Wie cool. Oho. Es sieht aus auf jeden Fall wie hier so kleine Kuchen, Stückchen quasi, solche Röllchen einfach. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 12. Dezember. Oh, ist einfach Halbzeit. Ich kann es nicht glauben. Und ihr seht vielleicht, die Sonne ist da. Also ich glaube, also das Wetter ist irgendwie ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Gestern und die Tage davor war es irgendwie so richtig stürmisch und es hat geregnet und heute ist irgendwie so blauer Himmel und Sonne. Ich weiß auch nicht so ganz, was da los ist. Ich habe heute frei. Ich habe aber eine To-Do-Liste. 50 Kilometer mindestens. wir haben es jetzt 10 Uhr morgens. Ich werde jetzt gleich erstmal frühstücken und werde mich dann sofort an die To-Do-Liste setzen. Um 11 Uhr habe ich allerdings den ersten Termin, also es wird ein bisschen kritisch, zeitlich gesehen. Ich habe auch noch eine Beichte abzulegen und zwar, ich weiß nicht, was ich am Sonntag so gesagt hatte, ob ich irgendwie wegen Büchern online gucken will. Ich habe einen Shoppingtrip hingelegt, Leute, online. Ich will nicht drüber sprechen eigentlich. Also habe ich so viel eingeladen, habe Freunden noch Bescheid gesagt, die haben auch noch eingeladen, meine Mutti hat noch eingeladen, also es kommen so viele Bücher, es werden so viele Bücher kommen. Ich habe bei Amazon auch noch bestellt, man darf gar nicht drüber reden. Ich habe so viel bestellt. Aber ich denke mal wieder, wir machen jetzt erstmal die Adventskalender auf, bevor ich mit meiner ewig langen To-Do-Liste anfange. Und inzwischen ist es wieder bewölkt und es sieht wie Regen aus. Es ist ganz komisch heute. Aber gut, hoffen wir, dass wir nicht wieder eine doppelte Botschaft drin haben. Weihnachten ist auch nur eine Entschuldigung, zu jeder Mahlzeit Lebkuchen zu essen. Stimme ich zu. Die Nummer 12 im Make-up Revolution ist wieder länglich und ich muss sagen, es fühlt sich echt wieder wie ein Lippenstiftprodukt an. Also Lippen haben hier echt irgendwie Vorrang, muss ich echt sagen. Also was haben wir hier? Oh mein Gott, der ist schön. Oh wow. Ah, okay. Wir haben hier wieder einen flüssigen Lidschatten, der sehr hübsch ist. In der Farbe Bronze Cream Shadow, also einfach nur Bronze. Und der Vanasche die Welt. Oh, es ist wieder länglich und ich denke, es fühlt sich riegelig an. Uiuiui. Okay. Ein Keks. Schokolade, denke ich mal. Was ist es? Woher kommt es? Oh mein cool, aus Finnland. Oh mein cool. Ich bin durch, es tut mir leid. Aus Finnland, wie cool. Keks-Schokolade Schwedens. Hä? Ja, das ist witzig. Hier steht Schwedens. Köstlicher Snack, aber oben steht Finnland drauf. Also ich habe jetzt keine Ahnung, aus welchem Land das gebracht wurde. Ob das hier irgendwie vielleicht noch ein Druckfehler oder so ist. Also entweder Schweden oder Finnland. Ich bin ja, sehr begeistert. Und guck mal, wie groß es einfach ist.
Ich bin jetzt von meiner Freundin wieder zurück. Wir hatten einen super cuten Spaziergang und ich habe den neuen Hund kennengelernt und er ist so knuffig. Oh mein Gott. Und da bin ich halt nach Hause gekommen und habe entdeckt, dass hier schon drei Pakete auf mich gewartet haben und die habe ich jetzt gerade ausgepackt und ich werde jetzt einfach ganz flott im Schnelldurchlauf ein paar der Bücher zeigen, die heute schon angekommen sind. Für mich sind tatsächlich neun Bücher schon angekommen heute. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott, ich freue mich so. Als allererstes ist, ach, das habe ich jetzt hier so ein bisschen blöd, aber ich kann es kaum fassen. Ich halte ihn in den Händen, den zweiten Teil von After Eden. Ich bin am Ausrasten. Ich habe mich so gefreut, dass das bei mir angekommen ist. Ich hatte es jetzt schon bei manchen in der Story gesehen, dass es schon angekommen ist. Und ich so die ganze Zeit, wo ist mein Paket? Wo ist mein Paket? Und jetzt ist es heute einfach gekommen. Ich bin so am Ausrasten. Ich freue mich so auf dieses Buch. Ich kann nicht mehr, also ich kann da gar nicht in Worte fassen. Ich weiß, ich werde es lieben. Ich weiß, es wird mich zerstören. Ich freue mich jetzt schon so mega. Dann ist einfach, oh, mein Arm ist voll schwer. Dann ist ein weiterer ziemlicher, oh, es tut mir leid hier mit der Kameraführung, mein Tripod ist mal wieder verschwunden. Ein weiterer riesiger Brocken angekommen, nämlich habe ich mir diese Schmuckausgabe von The Phantom of the Opera and Other Gothic Tales gekauft. Schaut mal bitte, wie schön das ist. Ist jetzt natürlich nur eingeschweißt, aber allein wie dieser, oh mein Gott, dieser Buchrücken dann im Regal aussehen wird. Ich bin so verliebt. Auf jeden Fall ist halt hier drin das Phantom der Oper, unter anderem noch Mary Shelley, Edgar Allan Poe. Ja, also ganz viele bekannte Autoren. Ich bin super gespannt. Das sieht halt einfach so schön aus. Ich musste es einfach kaufen. Dann ist außerdem eingezogen. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es irgendwie rausgekommen ist. Ich weiß nicht, was da mit mir nicht stimmt. Nämlich Loath to Love You von Elie Hazelwood. Es sind irgendwie drei, sind es drei Kurzgeschichten? Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall bin ich da super gespannt drauf. Und in der Kamera kommt jetzt gar nicht rüber, was für eine Farbe das ist. Es ist irgendwie so ein richtiges Korall-Orange-mäßig, keine Ahnung. Und ich dachte einfach, es wäre pink. Online sah es total pink aus, ich weiß auch nicht. Ja, das ist eingezogen. Ich bin schon gespannt. Dann sind zwei Novellen aus der Shatter-Me-Reihe angekommen. Unite Me und Find Me. Und dann sind vier Teile, ich weiß nicht, wie diese Reihe heißt, ebenfalls angekommen, die ich bestellt hatte. Ich habe natürlich direkt die komplette Reihe bestellt, nicht nur ein Buch, weil ja, weil ich ein Kaufproblem habe. Ich habe hier einmal Heartless von Elsie Silver, Flawless von Elsie Silver, Powerless von Elsie Silver und Hopeless von Elsie Silver. Das sind meine neuen Babys und ich liebe sie sehr und ich freue mich sehr. Und dann sind tatsächlich auch noch die Bücher, die meine Freundin mitbestellt hatte, sind auch angekommen. Und ich dachte mir, die mache ich jetzt einfach mal mit in diesen Vlog. Also, hier sind deine Bücher, aber ich werde sie dir morgen eh mitbringen. Also, einmal haben wir hier Skat von Emily Mac Entry, ich weiß es nicht. Dann haben wir Twisted und dann noch Crossed. Ich finde die Cover ja mega, mega schön. Ich hatte tatsächlich auch kurz mit dem Gedanken gespielt, mir diese Reihe zu kaufen. Hab's dann aber tatsächlich doch nicht gemacht. Ich habe mir aber ein Band, ich meine auch aus einer Reihe bestellt, die ist, glaube ich, ziemlich ähnlich. Beziehungsweise die Cover ähneln sich extrem. Wenn das jetzt die Tage auftaucht, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 13. Dezember. Aber wir machen jetzt erstmal die Adventskalendertürchen auf. Und die Post war natürlich noch nicht da bisher. Ich warte einfach nur gespannt, weil ich mich ja auch schon so freue. Und einfach gespannt bin, was alles, ja, hierher kommt. Plus, ich war heute Morgen auch schon wieder fleißig. Was das Shoppen anging, weil um 10 Uhr heute Morgen sind Tickets für Opeth in den Verkauf gekommen. Die spielen auf dem Wacken Open Air, aber da habe ich halt keine Tickets für. Und dann haben sie jetzt irgendwie so gefühlt random zwei weitere deutsche Daten um den Zeitraum verkündet und Frankfurt ist einfach dabei und da bin ich natürlich auch wieder am Start. Ich liebe sie so sehr. Du wärst so gern der Weihnachtsmann, der sich das Fest einfach wegwünschen kann, bist du aber nicht. Sehr cool, sehr cool. Also heute wieder sehr leicht und länglich. Meine Güte. Aha.
Komm schon. Wir haben hier einen Lip Liner, gehe ich von aus. Ja, in der Farbe Bombshell Coral und der sieht sehr gut aus. Ich glaube, der passt perfekt zu meinen Maybelline Vinyl in Klippenstiften, einige davon. Sehr geil. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Und dann noch der Vernasche die Welt. Es fühlt sich fast wieder riegelig an, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Wir haben zwei Sachen schon wieder. Das finde ich komplett verrückt, dass da teilweise zwei Sachen drin sind. Aus Sri Lanka. Oh mein Gott, wir haben hier zwei Snickers-Riegel. Einmal Mandel und Berry Whip habe ich noch nie. Also Berry Whip habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, Mandel habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber wie verrückt. Hallihallo. Ich bin von der Spätschicht zurück. Ich muss nur super leise reden, beziehungsweise ich werde es gleich einfach so zeigen und gar nicht mehr reden. Das ist am besten, weil alle schlafen schon. Aber schaut mal, was heute in meiner Abwesenheit angekommen ist. Seht ihr es? Vier Pakete sind einfach angekommen. Ich freue mich so mega. Viel Spaß beim Unboxing. Ich werde jetzt erstmal anfangen und ja, ab jetzt wird es aber ein Stummfilm von meiner Seite aus. Hallo, heute ist der 14.12. Heute ist Donnerstag. Ich habe heute frei und ihr habt vielleicht gesehen, ich war eben gerade schon. Ja, schon wieder. Ist ja egal. Ich war eben gerade schon unterwegs, beziehungsweise den ganzen Morgen. Ich war heute zu unserem jährlichen Weihnachtsshoppen verabredet mit einer Freundin und ja, es hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Wir sind beide total geschockt, wie strukturiert wir dieses Jahr daran gegangen sind. Also es hat wirklich richtig gut funktioniert. Wir haben es jetzt aber auch schon 15 Uhr, also es wird auch schon wieder dunkel und so. Ich wollte aber meine Türchen des Tages natürlich noch auspacken. Ich fange an mit dem Glückskeks-Adventskalender. Du stehst leider auf der roten Liste vom Weihnachtsmann. Pech gehabt. Wieso? Ich war doch brav. Ja, dann die Nummer 14. Es ist wieder eckig, aber auch wieder sehr leicht. Es sieht mir ziemlich arg nach einem Lippenstift aus. Ja. Haben wir hier. Oh, das kann ich gleich lesen. Ah, die Farbe heißt White Wedding. Und zum spannendsten Adventskalender, wie ich finde. Boah, ich bin mir echt nicht sicher. Es fühlt sich komisch an. Es fühlt sich wirklich einfach nur komisch an. Was ist das denn? Was ist das denn? Erstmal hier unsere Box rausholen. Und zwar haben wir hier. Irgendwelche Zungenanmaler, keine Ahnung. Mir fällt das deutsche Zungeneinfärber, mir fällt das deutsche Wort gar nicht ein. Das heißt. Sosole, Painter, ich habe keine Ahnung. Und es kommt aus Polen. Oh, Entschuldigung, jetzt ist das Licht hier gerade so richtig erstmal am
Ich gebe doch noch ganz schnell einen kleinen Thalia-Haul, aber auch nur wieder im Schnelldurchlauf. Und zwar habe ich insgesamt acht neue Bücher. Ich bin super excited. Diesmal hatte ich aber auch einen Gutschein im Wert von 50 €, den ich einlösen konnte. Richtig gut. Und die drei Mangas, die vorbestellt waren, die hatte ich auch vorher online schon bezahlt. Also das ist halt auch nicht dazu gekommen. Deswegen war es halt ein relativ günstiger Einkauf. Ich bin sehr geschockt. Ich weiß gar nicht, wie ich hier. Also, ich habe hier eine ganze Tasche voll. Ich liebe es. Und zwar fange ich einmal am besten hier an. Die drei Mangas, die ich vorbestellt hatte, sind Teil 2, 3 und 4 von Killing Morph. Dann habe ich hier einmal eine Biografie, ein Memoir, wie auch immer. Was ich schon sehr lange haben wollte. Und jetzt habe ich es da stehen sehen und dachte mir, jetzt kommt halt mit. Und zwar haben wir einmal Madly Deeply von Alan Rickman, quasi seine Tagebucheinträge. Ja, da bin ich schon super gespannt drauf. Ich lese sehr selten nur solche Memoiren oder Biografien und sowas. Das ist ja nicht unbedingt so meins, aber ich wollte von ihm, das wollte ich unbedingt haben. Dann durfte auch mitkommen, das ist ja gerade so richtig im Hype. Once Upon a Broken Heart, das ist ja jetzt auf Deutsch rausgekommen und das habe ich mir mit meiner Freundin zusammen gekauft. Heißt, sie hat sich auch ein Exemplar gekauft, denn wir wollen das im Buddy Read lesen, sobald wir jetzt mit Earth Ending fertig sind, weil wir haben dann noch so ein bisschen Zeit wahrscheinlich, bevor der vierte Band der Solaris-Reihe rauskommt. Deswegen, ja, Leute, es ist endlich soweit. Guckt es euch an. Sie hatten es da. Und ich musste es jetzt einfach, ich musste es kaufen. Ich habe mich so ge wirklich geärgert, dass ich es in Dresden letztens doch nicht gekauft hatte. Und jetzt ist es meins. Und wir gehören jetzt für immer zusammen. Ich freue mich so auf dieses Buch. Der Hype ist ja auch da, also ich weiß noch nicht, wann ich es lesen werde, aber ich bin jetzt einfach nur so froh, dass ich es in meiner Hand halten kann. Dann habe ich hier einmal noch Der Knochenwald. Das ist ja von Christine Henry die Reihe, die ich liebe die Autorin ja auch ziemlich arg, also all ihre Bücher. Und das ist jetzt das, was am neuesten rausgekommen ist und eigentlich bestelle ich die auch immer vor. Ich habe es aber diesmal tatsächlich nicht geschafft, es zum Erscheinungstermin vorzubestellen. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen draußen. Ja, aber jetzt gehört es endlich ab. Autsch, gehört es endlich mir und ich freue mich, dass meine Sammlung jetzt erstmal wieder komplett ist, was ihre Bücher betrifft. Und das letzte Buch hatte ich gar nicht mitbekommen, dass es jetzt auf Deutsch auch rausgekommen ist. Ich hatte es im Englischen schon ein paar Mal gesehen, nämlich Poster Girl. Ich finde es so toll, dass das Cover sehr nah am Original gehalten ist. Also ich finde das Cover nämlich ziemlich, ziemlich cool. Das ist meine Thalia-Ausbeute. Ich liebe es ein bisschen sehr.